Wo sind denn? Ich fahr mal kurz nach Ost-Berlin rüber. Was willst du denn da? Eine Schreibmaschine abholen. Schreibmaschine? Was willst du denn mit einer Schreibmaschine? Du hast doch einen Computer. Die habe ich gewonnen. Ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Ach, das ist ja schön. Ich auch. Okay, aber bring auf dem Rückweg bitte Kartoffeln mit. Ja. Es gibt nämlich Bratkartoffeln. Oh, wie schön. Mua, tschüss. Tschüss, hab dich lieb. Ja, ich dich auch. Ciao. Tschüss. So, jetzt habe ich noch für 2 Stunden meine Ruhe. Und kann mich auch direkt wieder aufs Sofa legen und in Ruhe meine Zeitschrift lesen. Ja, hast du deinen Schlüssel vergessen oder was? Ich komme. Oh, ja, doch. What? Ist ja gar keiner. Arbeitszimmer. Messi schreibt eine Geschichte für Robert. Der mag doch so gerne verrückte Geschichten. Also. Robert. Das ist nicht so einfach. Nochmal. Robert. Mit dem Auto nach Ost-Berlin. Genau. Das ist auch eine ziemlich abenteuerliche Gegend hier. Also hier soll ich jetzt eine Schreibmaschine abholen. Ich bin ja mal sehr gespannt. Robert irrt
hatte ich schon irgendwas anderes. Robert läuft, kann man ja mal sagen, läuft einfach. Läuft durch ein Treppenhaus. In eine fremde Wohnung. Hallo? Hallo? Punkt. So, was passiert da jetzt? Willkommen. Guten Tag. Ich komme wegen der Schreibmaschine. Baujahr 51. Ein wunderbares Modell. Sie gestatten? Und Robert liegt gefesselt bei der sonderbaren Gräfin. Das ist gut. Gefesselt bei der unheimlichen. Bei der unheimlichen Gräfin. Ja. Ja. Ich mag es, wenn meine Gäste sich gut bei mir fühlen. Ein Tässchen Kakao und ein Stückchen Kuchen hätten es auch getan. Die Gräfin redet wirres Zeug. Einen Spielball zum Spielen geben. Also jetzt ist es mal langsam gut, ja? Ja. Jetzt mal ruhig bleiben hier. Ich werde dir jedes einzelne Haar rausreißen und in deinen Mund stecken. Okay, ich hab's verstanden. Also stehst irgendwie auf schräge Spielchen, ja? Deine Ohren den Kindern schenken auf dem Spielplatz. Er kann mir nicht folgen. Ach, jetzt bin ich zu schnell. Nicht folgen. Sag mal, hast du die noch alle? Jetzt ist aber mal gut hier. Jetzt liegen bleiben! Nicht bewegen.
Da bist du. Ich hab was für uns. Während die Gräfin sich in der Küche dämonenhaft verwandelt, kann Robert fliehen. Also, nochmal, das ist gut. Während die Gräfin sich in der Küche dämonenhaft verwandelt, verwandelt. Ergreift Robert die Flucht. Genau. Doch zu früh gefreut. Doch zu früh gefreut. Die Gräfin schneidet ihm den Weg ab. War ich keine gute Gastgeberin? Schnauze! Schnauze! Robert nimmt den Fahrstuhl. Wer ist denn das für eine Nummer, ey? Na, wie war's in Ost-Berlin? Wo kommt die Schreibmaschine her? Ja, die hast du doch gewonnen. Die wurde geliefert. Das hast du nur wieder falsch verstanden. Du musstest sie gar nicht abholen. Die stand auf einmal vor der Tür. In der Wohnung, wo ich war, stand genau dieselbe Maschine. Und du glaubst nicht, was mir da passiert ist. Da war eine Frau, die hat irgendwie so mit ganz komischem osteuropäischem Akzent gesprochen, hat mich niedergeschlagen, hat mich gefesselt und stand in der Küche und hat sich irgendwie so zombie-mäßig verwandelt. Und dann bin ich dann... Lies mal bitte, was ich da geschrieben habe für eine Geschichte. Robert liegt gefesselt bei der unheimlichen Gräfin. Sag mal, das ist ja genau das, was mir da eben passiert ist. Das gibt's doch überhaupt nicht. Meinst du, die meinst du, es passiert, was die Schreibmaschine schreibt? Keine Ahnung, probier's doch mal aus. Okay, was Einfaches. Es klingelt. Hm? Laura? Ich bin plötzlich. Das ist ja unglaublich. Los, komm, schnell! Das kann auf keinen Fall so weitergehen! Also, ich glaube, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, das zu beenden. Eigentlich schade, dass die Schreibmaschine weg ist. Warum? Ja, wir hätten ja noch ein paar Sachen ausprobieren können. Zum Beispiel?
Dafür brauchst du doch keine Schreibmaschine.